Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forhees80 mit einer neuen Ausgabe von Zeigt mir eure Sammlungen. Und das letzte Video war vom lieben Ebbe und daraufhin bekam ich eine E-Mail von dem lieben Dennis und der hat geschrieben, ich finde das mal richtig cool und macht da direkt mal mit, bitte mehr von diesen Videos, aber dazu braucht natürlich auch eure Unterstützung, denn ihr müsst mir eure Sammlungen filmen. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu Dennis lieber. Der liebe Dennis hat nämlich auch sein Video mir zugeschickt und was soll ich sagen, wow, bombastische Sammlung. Er hat aber geschrieben, sorry für das ganze Chaos mit den ganzen Kartons. Dennis, ist kein Problem, ist bei mir anders da. Ich habe nämlich diese Räume, wo nämlich meine Kartons gelagert sind, mir auch nicht gezeigt. Also von daher ist es ganz normal. Der Karton-Chaos ist eigentlich, denke ich mal, bei jedem Sammler dabei. Also von daher der Schwamm drüber ist nicht so dramatisch. Auch die Beleuchtung meines ist auch nicht so beratend gewesen. Auch das ist völlig in Ordnung gewesen. Passt perfekt. Es ist dann mal jetzt, du hast einfach das von dir aus gefühlt und ist einfach perfekt geworden. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, mein lieber Dennis, du bist ein bisschen Dark Souls Fan. Kann das sein? Du hast richtig coole Figuren auch und natürlich schon viele weitere Spielefiguren auch und natürlich auch Spieleditionen auch dazu noch. Wow, ich sag bloß Atombombe von Fallout 76, sehr, sehr stark. Hast auch extrem viele PC-Spiele, wenn du welche brauchst, schreib mich an. Ich habe noch so viele zum Hergeben, also vielleicht kannst du ein oder andere Spiel gebrauchen. Ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, er hat die Puppet Master, die ist auch noch richtig cooles Teil. Auch die sehen wir ganz kurz im Video. Also in diesem Video so viel Liebe ins Detail versteckt worden. Wirklich mal einfach mal reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem der Schluss, ja, der Schluss hat mich wirklich umgehauen mit den ganzen... Ich will jetzt nichts verraten. Schaut euch einfach an. Ist wirklich echt richtig cool gewesen. Und auch der Musikgeschmack. Ich habe mich jetzt auch immer für Ex in Schale geworfen für dich, mein lieber Freund. Wenn ich mir mit Edguy, ich bin ein riesengroßer Edguy-Fan, war auch ein bisschen eifersüchtig, dass ich die getroffen habe mit Autogramme. Beim nächsten Mal denke ich auf jeden Fall an dich, wenn ich sie wieder sehe. Oder natürlich drück dir nicht ganz eich die Daumen, dass du die auch mal siehst. Ganz coole Typen, die ganzen Bandmitglieder von Edguy, auch natürlich Tobi Summit. Bei Vintage auch getroffen, sehr coole Mensch auf jeden Fall auch und höre ich auch immer gerne bei Radio Bob. Und ja, wie gesagt, auch eine coole Szene ist hier der Monk, was du hier gemacht hast. Ich sag bloß das hier, sehr cool, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ja, also liebe Leute, schaut auf jeden Fall die Sammlung vom lieben Dennis an, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Tolle Sammlung und bin wirklich begeistert. Und ja, wer gerne auch mal die Sammlung mal gerne präsentieren möchte auf meinem Kanal, ja, da guckt ihr einfach mal das allererste Video an von Zeigt mir eure Sammlungen, denn da wird genau erklärt, was ihr machen müsst und wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Also ich würde mich auf weitere Sammlungen von euch freuen, große Sammlungen, kleine Sammlungen, nur Amorace ist scheißegal, ich schaue mir alles an, weil ich einfach wirklich andere Sammlungen sehr gerne liebe und ich einfach nicht so viel Zeit habe, überall hinzufahren. Sonst würde ich es auch machen. Aber wie gesagt, ich würde mir auf jeden Fall auf E-Mails von euch freuen mit weiteren Videos von euch. Und ja, aber jetzt, lieber Dennis, jetzt bist du an der Reihe. Jetzt schlägt es deine Stunde. Und jetzt Film ab oder Clip ab mit Dennis seiner Sammlung. Viel Spaß dabei. Und lieber Dennis, nochmal herzlichsten Dank für dein Video. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss mit Ö und Beep. Clip ab.